Benvenuti sul canale YouTube della vostra Tata Deutsch. Was lernen wir heute auf der deutschen Sprache, meine Kleinen und meine Großen? Wörter zum Thema telefonieren. Am Telefon sprechen. Impariamo a telefonare nella lingua tedesca. Seid ihr bereit? Es geht los! Telefonare nella lingua tedesca, sia bambini che si tratta di un amico, ma anche per voi più grandi se dovete comunicare con un ufficio. Telefonieren, telefonieren, ripeti dopo di me. Telefonieren, am Telefon sprechen, am Telefon sprechen, parlare al telefono. Das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt. In modo informale. Hier ist Schenk. Hier ist Schenk. Oppure, hier ist Schenk am Apparat. Ora vediamo un modo più formale. Guten Tag. Hier ist die Firma GmbH. Sie sprechen mit Sonja Schmidt am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist die Firma GmbH. Sie sprechen mit Sonja Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen? In modo informale. Sich melden, chiamare qualcuno. Se io chiamo una mia cara amica austriaca, wie melde ich mich am Telefon? Hallo Dominik, hier ist Rosella. Hallo Dominik, hier ist Rosella. Un altro modo per comunicare telefonicamente, sia formale che informale, è ad esempio Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Tag, Guten Abend, Guten Abend. Hier ist Rosella Müller. Mein Name ist Rosella Müller. Mein Name ist Rosella Müller. Hier ist Rosella Müller. Hier ist Rosella Müller. E diciamo il motivo per cui abbiamo chiamato. Un altro modo per un colloquio telefonico e chiedere di qualcuno è: Ist Frau oder Herr Richter da? Ist Frau oder Herr Richter da? Kann ich bitte mit Herr oder Frau Richter sprechen? Kann ich bitte mit Herr oder Frau Richter sprechen? Können Sie mich bitte mit Frau Richter verbinden? Können Sie mich bitte mit Frau Richter verbinden? E vi ricordo, ogni qualvolta vedete un video, il giorno successivo trovate le esercitazioni sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram. E se questa persona io non la trovo subito, al minimo di tempo, bambini? Come diciamo? Ein Augenblick, ein Augenblick, ein Moment bitte, ein Verbindes. E questa persona è impegnata al telefono. Come facciamo? Er ist in eine Besprechung. Er ist in eine Besprechung. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Queste domande. Mentre se io non capisco qualcosa al telefono, bambini, se noi non capiamo qualcosa al telefono, come possiamo chiedere all'altra persona? Che come possiamo chiedere di ripetere qualcosa? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie bitte wieder das wiederholen? Abbiamo solo alcune situazioni nelle conversazioni telefoniche, bambini. E per questo io vi invito ad iscrivervi sul mio canale YouTube per non perdere i prossimi video. Quando stiamo per terminare una conversazione telefonica, come si dice? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlich. Dankeschön. Gern geschehen. Tschüss. Bis bald.
Spero che questo video vi sarà utile. Ascoltatelo più volte, ricercate di ripetere e magari simulate qualche situazione. Io vi aspetto sul mio canale YouTube per i prossimi video. Hapoichlieb, vielen Dank che mi seguite davvero con tanto affetto. Cercherò sempre di fare di più per voi. Wir lernen Deutsch zusammen. Hapoichlieb, ein Gruß vom Herzen, eure Tata Deutsch. Tschüss, bis bald.